Und zusammen, da sind wir wieder in Elden Ring Shadow of the Earth Tree mit Ronja der Rasenden hier. Ruinen von Morth bei Trockenblatt Danone. Und zwar, ne, ich habe, wie man das jetzt sieht, die Karte aufgedeckt. Da war der Turm. Und es war jetzt kein leichtes Unterfangen. Ich gestehe, dass ich googeln musste. War nicht viel zu finden, aber eins gab es in Deutsch. Ich weiß nicht mehr genau, wie das geht. Aber der hat das ziemlich gut erklärt. Also ich schätze, wenn man sich das Ganze jetzt im Nachhinein, ne, ist man ja schlauer, überlegt. Wir sind ja da eigentlich in einer ganz anderen Ebene. Die Vertikalität ist ja da ziemlich unterschiedlich. Und man schaut ja eigentlich auf den Turm noch unten. Dass man aber dann von hier aus, dort, wo bin ich denn jetzt eigentlich? Jetzt habe ich da, von hier aus dort hinkommen. Das hätte ich jetzt nicht vermutet. Ich reite das jetzt nochmal ab. Ich bin also jetzt dort gewesen. Und okay, jetzt machen wir langsam. Wir nehmen unser Schokolgaulchen und reiten da mal los. Ist alles soweit in Ordnung? Ne, wir gehen jetzt dort durch die See. Ich mache mal da Markierung, dass ich nicht da... Es gibt da einiges einzusammeln und ein paar gastische Gegner. Das mache ich zum Schluss. Was man da also ziemlich alles kriegt, ob das jetzt wichtig ist oder nicht, das weiß ich nicht. Dann haben wir da noch Miranda-Blüten ein paar auf dem Weg. Weiter jetzt einfach durch. Hier liegen ein paar deine Feuerfuzis. Oh, der hat noch was dabei. Sprießendes Höhlenmoos. Okay, dann geht's hier raus. Und warum, dass die jetzt wieder da sind, das weiß ich nicht. Ich habe eine gerastet. Die Vögel, die, wie hießen die jetzt wieder? Jetzt habe ich schon nochmal vergessen. Und dann auf jeden Fall durch diese Giftbrühe müssen wir durch. Da kann man dann auch schon noch einiges einsammeln und so. Das habe ich alles schon gemacht. Zumindest das, was ich gefunden habe. Die sind halt auch ziemlich aggressiv. Ich guck trotzdem noch einmal, ob ich nicht noch was übersehen habe. Im schnelle Vorbeireiten und so, ne? Ja. Das sieht nicht so aus. Und das gehört noch. Das ist der Fuß von Rau. Aber ich meine, also das weiß ich nicht hundertprozentig. Aber das könnte sein, weil die Grabsteine, dass das noch zu der Grabfeldebene gehört. Ja, ne, normalerweise die Grabfeldebene ist ja hier, ne? Das ist so das Areal, das große da. So, weil die da auch drum stehen, ne? Ich bin mir aber nicht sicher. Dann haben wir hier das erste Leuchtfeuer. Das ist, wie heißt denn das? Fuß der uralten Ruinen. Ne, dann habe ich da ein bisschen rum. Das sind auch Scheusale hier. Ja, die sind alle wieder da. So, ist das jetzt wieder gebietsübergreifend, dass man da ein Gebiet verlassen hat. Aber wir sind doch auf der Grabfeldebene. Ach, dann sind die zwei Golems auch wieder da, ne? Oh, oh. Okay, dann mache ich es anders, da ich. Dann könnte ich aber auch rasten. Wenn die sowieso alle wieder da sind. Ne, das haben wir ja in Dark Souls 1 auch schon gehabt. Aber in Elden Ring war doch das nicht, wenn du das geht die Gegend gegliedert hast und bist woanders dahin, dann ist doch keiner respawn. In Dark Souls 1, das weiß ich, da war das so. Wo ist die Brücke, ne? Da sind wir ja rüber. Ja. Ich dachte zwar erst, ich wäre dort schon gewesen, aber das war ein Druckschluss. Jetzt gehen wir halt noch bis davor zur Karte. Ich nehme noch die paar Pilze mit, wo unterwegs drum liege. Aber die zwei Golem, die sind nicht mehr da. Das verstehe ich jetzt auch nicht ganz. Hängt mal jetzt so hoch. Ich gut, dass ich so einer übersehe, das kann natürlich sein. Da will ich nicht abschreiten. Oder drei übersehe. Oder kommen die Golems. Der eine hat einen Bogen, der andere, ne? Der hat eine
Golem Hellebarde. Sieht auch gut aus. Und wo sind wir da eigentlich? In Ordnung, ja. Ich weiß nicht, ob wir da auch noch hinkommen, aber wir sind noch Grabfeldebene, aber vielleicht nicht von hier. Jetzt machen wir mal erst die Karte da vorne. Da war ein Pilz noch, ja. So, da haben wir hier noch einen Geistersprung, einen blockierten. Ne, und hier ist der Turm. Oder das Monument, wo die Karte ist. Weiter bin ich aber auch nicht gegangen. Ich habe dann erst das Gebiet vorne drauf geklärt. Wie gesagt, das war unnötig, aber wir haben halt auch 177.000 Ruinen der Tempelstadt. Ah, okay. Ruinen der Tempelstadt. Jetzt machen wir langsam. Bevor wir da jetzt die Ruine abklappern, würde ich gerne... Warte mal. So, die sind weg. Machen wir meinen Wegweiser aus dem Revier raus. Und ich habe da also so ziemlich alles abgegrast. Ja gut, da liegt jetzt auch noch ein Pilz. Jetzt holen wir uns noch den Geistersprung. Und zwar, da habe ich auch schon geguckt, das liegt da oben. Das war jetzt also nicht so schwer zu finden. Das ist noch ein Schädel. Jawohl. Ne, da kann man runter gucken. Ja. Vielleicht auch ganz interessant mal. Und oben noch unten. Wir können jetzt auch jemand rufen, wenn wir wollten. Jetzt nehme ich. Warum jetzt nehme ich? So, das bezieht sich auf das Gebiet da unten. Hä? Na, jetzt guck mal, vielleicht. Das ist ja die Ruinen der Tempelstadt. Aha. Da oben bin ich auch noch nicht ganz durch. Ich so festgebissen gehabt. Mit der Karte. Aber jetzt haben wir wirklich auch alles aufgedeckt, oder nicht? Mehr gibt's nicht. Aber was heißt, mehr gibt's nicht, das ist genug, ne? Wir waren halt nur noch nicht überall. Aber die haben wenigstens alle Karte. Jetzt kriegen wir da noch hoch. Und gucken, wo wir da landen. Und hey, oh, das sind zwei. Ist der versiegelt? Ne. War da noch irgendwo? Ne, außer die Aussicht ist ja, ja gut. So toll ist es jetzt auch wieder, ne? Ja, wir gucken schon wieder auf die Ruine. Jetzt ist ja alles da, ja gut. Bisschen. Wird Nacht wieder, es wird noch. Dann Jurita. Immer, immer, immer wieder. Ne, du können wir später dann nochmal hergehen. Ich hätte erst was anderes gemacht. Was ist was? Das ist nicht so gribbelig. Springen wir da noch hoch, was macht man da noch, oh je. Ah. So, ein Mausoleum. Ein Mausoleum. Wo ist denn das jetzt? Ach, da sind wir jetzt da oben auf dem Berg. Oberhalb von der Vorderseite des Schlosses. Ah. Okay, also das ist... Enges Gebiet oder was? Möglich. Das geht also mit Sicherheit noch zur Grabfeldebene. Territoriale Grabfeldebene. Ich schaue mich da noch mal um, ob da noch... So, da geht's weiter. Nee, halt. Da geht's nicht weiter. Vielleicht doch ein Stückchen? Also da außen rum eventuell. Ja, in dem Gebiet unterhalb an dem Leuchtfeuer. Wo waren das jetzt? Du Scheiße, wir gucken mal, wo wir. Ach du Lebeleib, was haben wir denn da einen Sprung gemacht? Und hier? Ne, von hier Ruinen. So. Ne? Und. So, irgendwie, und dann sind wir jetzt sind wir da. Prima, ne? Wo ist immer Markierung da? Da gibt es auch Blutunholde da unten noch. Also ist alles verdreht, muss man wirklich sagen.
Der wird nicht langweilig. Ja, das war's aber doch, ne? Was ist das? Was ist denn das für ein Ding? Los Angeles? Habe ich da was übersehen, oder? Oh, tut mir doch Kopf. Ah, jo, guck mal da. Ja, da liegt noch was. Du Scheiße. Warte mal, ich mach das wieder raus, aber Sicherheit geht vor. Da haben wir noch was übersehen, da liegt noch Loot. Ja, das wäre dann nicht das Letzte gewesen, das wird übersehen hast. Gut, das kann man auch mal auf Sinn machen, ne? Aber das ist schon der helle Wahn, ne? Wenn man sich durch diese Brücke, warte mal, Enzis? Enzis, ja, da ist doch das Feldlager vorne drauf. Mit dem Feuergolem oder was das ist. Jetzt, der Ibe kommt man da auch noch hoch, oder was? Oh Gott, der Leiter. Also das kann schon eine Weile dauern. Also wer das in 30 Stunden durch hat, Respekt. Aber das muss ja nicht sein, ne? So, jetzt gucken wir mal, was das für ein Mausoleum ist. Da ist ja auch nichts mehr, ne? Pilze vielleicht, ja, Pilze vielleicht. Vielleicht Pilze, ja. Moment mal. Da ist doch auch noch ein Leuchtfeuer. Oder ist es? Steigen wir ab, dann schon wir den Schwollkopf und dem Gaul vorne drauf. Haben wir das jetzt schon, das Leuchtfeuer? Oder ist das wieder was anderes? Ach du Scheiße. Aha. Gnade ist es auf jeden Fall. Also die haben wir nicht. Da ist ja kein Ding zu sehen. Kein Mikellerkreuz. Wow. Also da waren wir auch noch nicht. Weiß ich jetzt auch nicht, wie ich da hinkomme. Okay, jetzt machen wir erstmal eins noch mal an. Ne? Da wollen wir die Zeit verplempern. Da war doch eben noch so ein Mausoleum gestanden. Ist das abgerissen? Ah, da. Den Mausoleum haben wir ja schon zwei, gell? Zwei haben wir gehabt, oder? Ich glaube zwei. Der einsame Ritter und tot. Nördlich. Nördliches namenloses Mausoleum. Warte mal, gibt es so eine Statue? War da eine Statue? Ich habe jetzt gar keine Acht gehabt. Oh ja, okay. Warte mal. Machen wir den Poker raus und was machen wir? So, da kannst du niemand rufen, gell? Nee. Scheiße, ich hätte mal die Hilde. Hey Hilde, kommst du näher? Ja. So. Irgendwas. Wir buffen uns mal. Die Standards-Buff. Standard-Buff neu. So, ich habe nicht gerastet. Ich habe keine Flasche. Oje, oje. Super, das hast du wieder super gemacht. Ja, ich will. Aber wenn ich... Ach Gott, 179.000. Roter Bär, aha. Okay, so rot ist der gar nicht, oder? Ach, da dringend, da gern. Hast du noch was? Nee, ne? Nee, ist leer die Flasche, Alter. Oh, da liegt. Gut. Red Beer. Das ist Annie wieder, hä? Nee, das war einer. Ein Gegner war das. Ein Gegner, ja. 80.000 gibt der. Und die Klaue des roten Bären. Der Fanghelm, die Eisennietenrüstung. Die Eisennietenstulpen und die Eisennietenbeinschützer. Genau. Und 80.000. Ja, wir brauchen aber trotzdem noch 20.000 zum Aufsteigen.
Ja, das ist richtig. Genau. Gell? Nettliches, namenloses Mausoleum. Okay, warte mal. Jetzt machen wir erst mal. Was ist da? Das ist das jetzt, was wir da gekriegt haben. Möchte ein Bär sein, nicht mehr, nicht weniger. Mit Eisennieten verstärkt. Nachdem er einen Bären in einem furchtbar blutigen Kampf erlegte, war er fasziniert von der unverfälschten Herrlichkeit seiner bloßen Stärke. Ja, das hast du gemerkt, ah, das hast du auch gemerkt. Das gehört alles zusammen, ne? Das ist nämlich auch talentrote Bärenjagd, mittels seiner Beute mit scharfen Klauen in einem großen aufsteigenden Armschwung hin. Angriff erzeugt ein Vakuum, das kontinuierlichen Schaden verursacht. Durch wiederholte Eingabe können der mit bis zu zwei Angriffen nachsetzen. Oh, das skaliert sogar auf Stärke und löst Blutverlust aus. Ah, okay. So, was haben wir noch gehabt? Was man da kriegt denn? Ach so, ja, der Pelzschild-Talisman, der lag da noch rum, da unten. Der macht dann, was macht er dann? Erhöht alle nicht körperlichen Schadensresistenzen beim Abwehren. Oh ja, gut, warum nicht? Dann haben wir da so ein heiliges Speer der Unholde, dann brauchen wir aber Arkan, genauso wie da. Dann Streuschusswurf lag noch da unten rum. Das weiß ich nicht, ob das da unten rum lag. Gehen wir da entlang. So, das haben wir sowieso. Die Karte. Ruinen von Rau, Karte der uralten Ruinen von Rau. Diese riesigen Ruinen sind überflutet zugewuchert und durch eine Kluft entzweit. Im Südwesten befindet sich die Kirche der Knospe, die über den Schattenturm hinausragt. Da waren wir ja schon, ne? Da war ich schon erst, ne? Bei der, weiß nicht mehr, wie die Käse Larventrainer hat da noch rumgelegen, war noch was? Desto Grabvogel Fußreife. Grabvögel sind uralte Golems und wurden zum Schutz der Geistergräber erschaffen, die überall dort gebaut wurden, wo der Tod in den verschiedensten Formeln weilt. Ja, warum, ne? Und Handbuch der Sammlerbrut. Opale eingelegte Leber, was das da immer sein mag. Das haben wir auch noch gekriegt. Heilung aus der Ferne. Brauchen wir aber auch Glaube. Und das lag auch noch dort. Wilde Löwen. Ne, warte mal, das lag nicht dort. Das lag. Ne, das war nicht da unten. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das war. Was ist denn das da? Ach so, Echo der heiligen Knospe. Das war die Boss, der Boss, die Romina. Oder wo lag denn das? Das war per Zufall. Ich glaube, wo ist denn das westliche? Da, das westliche Namenlose. Da bin ich irgendwo da außer rumgeritten. Da bin ich vorbei. Ne, da irgendwo war die gelegen, diese. Ja, die haben wir jetzt. Ah, alles klar, gut. Wenn wir sie haben, haben wir sie, ne? Ja. Okay, und was machen wir jetzt? Wenn ich ehrlich bin, ich habe keine Ahnung. Ich habe mir das jetzt aufgemacht, aber weil ich dort das Leuchtfeuer gesehen habe. Also die Gnade praktisch. Ich schaue gerade nochmal, ob man das vielleicht von dort erreichen kann oder ob da wieder ein anderer Weg euch lagen muss. Wo war das jetzt? Hier war das nicht. Nein, hier nicht. Nein, hier war das nicht. Ach so, das ist mal auch noch die Markierung noch. Die brauche ich jetzt nicht mehr. Wir können ja dann reisen, ne? Aber wie gesagt, du kannst außerrum irgendwo. Oje, oje. Ich mache mal aber dumm mal. Die Ruinen der Tempelstadt. Da mache ich mal was hier, dass man da noch mal, dass ich das nicht vergesse. Anscheinend bin ich da jetzt ganz falsch. Gut, das kann ich ja auch noch mal noch suchen. Du kommst ja da eh nicht drüber, oder? Vorne? Kannst du da rüber springen? Nein, ne? Na, hier gibt es keine Gnaden. Das sieht nicht so aus. Das ist also sehr mächtig und sehr weit und es gibt da nichts vorunter. Da ist die Gnade. Nee, das ist eigenes Territorium. Kirche des Kreuzzugs. Vielleicht geht man da nochmal hier. Ist das die Kirche des Kreuzzugs? Nochmal gucken. Ja, das müsste sein. Da habe ich dann die Gnade übersehen, weil ich war doch durch und da war ich ja nicht. Keine Ahnung, Freunde. Ich bin jetzt überfragt. Jetzt machen wir es auch noch schnell. Jetzt gehen wir da her. Ruinierte Schmiede von Teile. So, da sind wir wieder. Hier in den wie heißt es? Ruinen. Ruinierte Schmiede von Teile. Das kann ich, glaube ich, wegmachen jetzt.
Und ja, aufgestiegen noch einmal, ne? Weil wir haben ein bisschen was dazugeschossen und jetzt können wir einfach mal aufgestiegen. Jetzt möchte ich kurz mal, Wertlanze plus 25 und Gwelings flammendes Großschwert habe ich auch auf 25. Macht Feuer, aber das ist hier quasi blöd, ne? Könnte man mal ausprobieren. Oder was auch nicht schlecht ist, tanzende Klinge Ranas. Probieren wir mal aus, he? Die skaliert das A auf geschickt, ne? Okay. Tanzende Klinge. Hinne bei Binge. Wir gehen mal. Es wird ja nicht so groß, heu, denke ich, oder? Die sind ja meistens, was steht denn da? Trefft sie. Ja, das. Achso, die Schwachis sind das wieder. Die Riesenschmiede. Einmal haben wir die. Hä, da waren wir doch schon. Ne, da waren wir noch nicht. Das sieht genauso aus wie die Anna 8. Das ist auch so eine Röhre. So eine Absaug oder so ein Mischer. Und hier geht es wahrscheinlich auch wieder eine Waffe. Deswegen würde ich sagen, was war denn da? Das war, ja gut. Gado Aldus, mach Gitarre. Achtung. Machen wir eigentlich Feuer oder was? Nee, ne? Wir tanzen ein bisschen, warte mal. Ja, die tanzt so lange, wie wir Ausdauer haben. Ausdauer, Quatsch. Ausdauer auch, aber FP. Da gibt es bestimmt wieder ein Rätsel. Hundertprozentig. Oh ja, ich liebe Rätsel. Ich auch. Keine Müdigkeit vor Schützen. Weg mit. Da, denk dran. Da liegen auch Schmiedesteine rum. Und schon mitnehmen, wenn schon du bist. Das sieht alles so an, so ähnlich. Ah ne, das ist aber. Spring ins Feld oder spring ins Land, hä? Das wird ein bisschen weit. Oh ne, du kannst du auch runter. Du hättest du auch runter gekannt. Ach so. Noch keinen Schmied getroffen. War komisch, ne? Ah, da. Was machen wir jetzt, du Hunde? Du nie war. Ja, wie, was, Mensch? Ehrlich? Ich weiß nicht, ja. Ja, doch geht's nicht weiter. Du musst darüber wahrscheinlich. Ja, okay, dann haben die das eventuell schon vorgeplant. Oha. Na, und ist zwecklos, ne? Aber. Noch oben könnten wir oder wir könnten darüber. Da liegen nämlich auch noch Schmiedesteine. Ich gehe gerade mal ein Stückchen nach oben, um zu sehen, mal von da oben, ach, wieder irgendwo. Ach ja, guck, da, guck mal. Da könntest du rüber springen und da könntest du rüber springen und ach du Scheiße, kannst du doch schnell springen da hin. Oh, da liegt was Legendäres. Die Asche eines legendären Schmieden. Ja, das könnte sein. Guck mal, das schaffen wir das da. Block. Hör auf zu blocken. Oh, ein Schwurgli. Ein Schwurgli. Oh, der Schmiedeschrift Großhammer. Aha. Moment. Schmiedisch. Ne, warte mal, machen wir es so. Können wir nicht nehmen. Weisheit 11. Da sind wir meilenweit. Haben wir denn nicht schon mal gehabt? Hört einen starken Angriff oder einen starken Sprintangriff aus, um den Großhammer zu drehen und zu werfen. Beharren. Drehen und werfen. Das ist das A und O. So, jetzt müssen wir bloß wieder rüberkommen. Und dann können wir das nächste Stockwerk in Angriff nehmen. Wir greifen an. Jawohl. Aha, oh, stopp, 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 stopp. Wenn du drüber bist, da steht einer, oder sitzt einer, ein Schmied, liegt das legendäre Loot, wie komme ich dann wieder rüber? Müsste ich dann wieder an der Eingang? Da ist eine kleine Brücke. Komm, wir machen jetzt halt mal, das war nicht, teleportieren wir noch einmal an der Eingang. Ist ja schon.
Muss jetzt aber ein bisschen vorsichtig. Hol mal. Oh, einer ist. Oh, Scheiße. Oh je. Oh, meine Fresse. Wow, wow, wow. Der ist bewaffnet, eine Schusswaffe. Uralter Drachenschmiedestein. Trinken wir mal. Und Blechel nehmen wir vielleicht. War knapp, ja. Jetzt war der ballert gleich wieder drauf los. Das sind zwei Stück, ja, ich erzähl das schon. So leider oder was? Wir gehen immer da runter. Du kennst die nicht hier. Hallo? Schluss jetzt, Schluss und aus. Wir müssen aber wieder hoch. Hat der drunter gesprungen? Oh, das war scheiße, Freunde. Ach komm, da stell dich doch auch nicht dauernd da hinten hin. Hinten drauf, du weißt doch, dass die... Warum habe ich denn jetzt nicht backstabben können? Ah, nee, verstehe das nicht. Das geht nicht mit der Waffe. Wieso nicht? Wer sagt denn sowas? Komm, jetzt probieren wir mal das so aus. Wertlanze plus 25. Zack, in beide Hände. Und der Weg ist ja bekannt. Zumindest einigermaßen. Sollen wir gleich von Doro nach springen? Warte mal. Das würde ich lassen. Ja, ich auch. Gut. So. Ich würde sagen, das lutscht in dem Gebiet, gell? Wie schnell bist du? Warte, wo waren wir da unten schon? Hm? Ne, da waren wir noch nicht. Jetzt sind wir da. Das ist das Flaggebäcke, kann das sein? Das kann sein, ja. Da bist du falsch hier. Gott sei Dank können wir nochmal raus. Das ist die Leiter. Freunde, da waren wir ja auch noch, ne? Miete Schriftachs. Warte mal, ich wusste. Sag mal, wieso konnte ich denn jetzt nicht backstabben? Achso, du musst mir erst Schaden machen. Geht da? Ah, ja, gut. Oh, der lebt nur. Oh, fuck you. Der ist auch gut, der lässt mal gar keinen Schaden mit dem Ding. Ja, das kann ich alles vergessen. Du weißt aber, dass das sich rumdreht. Ja, jetzt habe ich. Jetzt habe ich es gemerkt. Okay. Warte, was liegt noch? Gaststein. Okay. Komm, jetzt greifen wir mal wieder zu einer richtigen Waffe. Da, wollte ich mal das flammende. Also, ich weiß nicht, ob das flammende Großschwert hier. Das da, das ist Afo, ja. Ja, das stimmt auch wieder. Skaliert auf Glaube, auf B. Ja, das macht nicht so viel Schaden. Das weiß ich. Jo. Wir probieren es mal aus. Hast du eigentlich Licht gemacht? Wieso laufst du da im Dunkeln rum? Da runter, ne? Und da wieder rüber und da hoch. Da oben liegen drei Runen. Brauchen wir die? Ja, die brauchst. Wenn du die nicht hast, kannst du nichts einkaufen. Da unten liegen sie. Ja. Oh, jetzt haben wir natürlich die Arschkarte. So. Wow. Ja, mit Feuer ist scheiße. Ich nehme auch, dass wir da gleich wieder
Abstürzen. Aua, ja, du. Ach, du Arschloch. So, noch ein neuer Schwung, aber jetzt komm, das wird alles keinen Sinn. Also Feuer ist Blödsinn. Nee, nichts mit Feuer. Was haben wir noch? Was ist denn das doch, Papa? Da brauchen wir Weisheit A11. Dendo, die Doppeläxte des Todesritters sind auf 9. Oje, das macht Blitz, gell? Blitzbolzen. Die probieren wir mal aus jetzt. Doppeldings. Blocke können wir damit, ja. Okay, noch ein Anlauf. Da steht was. Ja, ich weiß. Hab's gelesen. Ja. Und Rona. Du gleich, Rona, komm. Jetzt mittlerweile liegen schon 19.000. Irgendwas Rune dort, ne? Oh, das war aber ein bisschen knapper, wie knapp. Ach komm, Freunde, ich war doch... Ich bin doch ausgewichen. Du. Okay, pass auf. Sei runisch, ja. Oh, da ist er schon. Achtung, Moment, ich muss... Hallo! Denk doch mal drauf, dass der... Okay, das sollte weiter suchen. Das sind schlagkräftige Argumente. Zum nicht hin, denn, ja. Oh, der Arna ist da. Oh je. Yeah. Trinke. Hab keine Lust, da nochmal herzugehen, wenn ich ehrlich bin. Der kommt denn nicht hoch? Ach komm, Freunde, das gibt's ja nicht. Die sind doch auch runtergekommen. Warte mal, liegt da noch was irgendwo? Nein, ne? Doch, da liegt noch ein Schmiedestein. Na gut. Kommt der nicht hoch? Doch, der kommt hoch. Kommt da den Aufzug, hat der? Ja, das ist aber der mit dem Ding, ne? Ist er wieder runtergefallen? Ah. Ja, und wie komme ich da jetzt wieder weg? Ach so, ne, das geht gar nicht. War da ohne irgendwas? Eine Tür, versteckt die oder was? Jetzt häng ich da im Ding drin. Jetzt nur wegen dem uralten Drachenschmiedestein. Wuff, wuff, ja. Kann ich da rüber? Ja, da könnte ich rüber. Das schaffe ich. Okay. Okay, dann lassen wir die zwei mal alle. Die verhungern da unten, ja, die essen sowieso nichts. Okay, dann sind wir auf der Seite gelandet und schauen da nach hinten. Und schauen da nach unten. Irgendwo muss ja der Altar sein, ne? Da liegt zum Beispiel Lude ein bisschen. Und ein Schmiedestein. Ansonsten ist ja alles clear. Zwei sogar. Oh je. Oh, ein Achter noch. Sechser und Vierer. Okay. Bringt noch was. Da ist ja wieder so ein Aufzug. Gehen wir mal da neu. Es sind doch alle Bische. Es sind halt Schmiede, deswegen sind die. Was ist denn das da vorne? Achtung, warte mal. Ach Gott, wieso kann ich denn das Ding nicht so weit werfen? Irgendwas stimmt da nicht. Oh je, Freunde, ich sehe mich schon wieder. Ach komm! Mein Gott, ne? Da bestimmte Waffe. Weg mit deiner Dinger da. Ach Gott, drei wieder. Nicht deine! Nicht den markieren, der falsche, du musst die. Die Kügelchen, die Feuerkügelchen markieren, Mensch. Oh, komm raus jetzt, ich zieh da ein paar über.
Power Stance, ne? Diesmal auf dem rechten Bouncer. Konnte das Ding nicht markieren, oder? Versteht es nicht, ja. Und da geht er nicht zurück und dann nicht vor, das ist alles bloß. Wow! Guck mal, wie viel das da rumhängt von den Dreckviecher, ja? Geht jetzt wieder los? Scheiße, dringend mal was. Ich muss den anderen noch wegmachen, da. Oh je. Weg! Ach komm! Lass es mal sein! Oh nö! Da kannst du nicht durch, doch! Geh hoch, trink! Nee, ja. Du musst halt da gucken. Du musst halt da gucken, weißt du? 36, ja, viel gibt's nicht, ne? Wenn wir ehrlich sind. Da, oh, na, da unten liegt ein Haufen Schrott. Wo ist denn der Altar jetzt? Von Altar. Ah, du musst von Altar heute hin. Da ist nochmal so viel am der Decke. Gibt's das? Irgendwo muss. Oder geht's noch weiter? Oder wie? Oder wo? Oder Wumpe? Hallo? Ich muss das Ding da wegmachen. Ja. Ich sehe da nichts, ja. Da liegt noch ein Schmiedestein oder ein paar sogar, ja. Bist du in Sicherheit? Nee. Also was ist denn das jetzt für ein Angriff wieder? Ist das Neiste oder was? Oh komm! Ja, fuck you, du Scheißdrecks. Dann nimm halt da gescheit die Waffe mit dem Spielzeug, wo du rumrennst. So, ich bin da jetzt nochmal durchgelaufen, ne? Hab ich die Rune auch gesammelt? Nein, ich bin da runtergesprungen. Bevor es weitergeht, da überhängen sie, ja. Und da waren wir noch nicht. Da müsste dann irgendwo der Altar sein, wenn ich das jetzt recht sehe. Da waren wir noch nicht, ne? Aha! Da ist er leider noch. Eine Ladder. Also das ist vermauert, zugemauert oder was. Mit Geröll vollgestopft. Jetzt gehen wir da hoch. Da muss die, da muss der Altar sein. Ich habe jetzt die Kampfaxt, die Riesenkampfaxt. Die habe ich, das wird denn das für Leder jetzt wieder? Ausgerüstet. Oh Gott, nee, ja. Ich mach da jetzt nicht lang rum. Da, ah, noch ein Riese, ja. Aha, ajo. Jetzt bin ich mal gespannt, wo ich da hinkomme. Das Ding ist größer, wie ich dachte. Da ist ein Hebel. Aha. Ah, da genug. Oh, es geht noch unten. Warum das? Was hat das zu bedeuten? Ich weiß es nicht. Was ist so? Es hängt rum. Der Rune kommt ja später holen. Ja, ich weiß. Wenn sie fort sind, sind sie halt fort. Ich kann es auch nicht erinnern.
Da ist die Leiter, das sind wir hoch. Ja, wie willst du denn da rüberkommen? Ich weiß es nicht, wenn ich ehrlich bin. Achtung, Freundel, warte mal, du Klampe. Ach komm, ich. Ach komm, weil er sich aufblöden kann. Ach komm! Wow. Das war knapp. Das Drecksvieh, das man sich. Dann kann ich es nicht treffen. Achtung. Ups. Oje, oje, oje. Ja, wie komme ich denn da nicht, wa? Springe? Was? Springe? Ja, das ist gegangen, tatsächlich. Hopp, jetzt geh ich schon in die Knie. Wow. Meine Fresse, ja. Was die alles aushalten. Ein Dunkelschmiedestein. Was sind denn das für Jungs da unten? Da liegen da Runen. Das sind die Runenjungs. Aha. Jetzt könnten wir da wieder. Runen, oder was? Oder lieber da runen. Wird jetzt egal sein, ne? Falsch, schade. Das ist prima, ne? Was ist denn jetzt mit der Röhre passiert? Weil da war jetzt kein Altar, ne? Da liegt auch noch ein Stein. Ist fort die Röhre jetzt? Jetzt, wie kommen wir da dann doch her? Jetzt geht es gerade in die andere Richtung. Ich nehme mal, dass du dann der Altar ist. Ich habe gedacht, ich mache das in 15 Minuten fertig. Du Scheiße, nix 15 Minuten. Wenn ich jetzt wüsste, wie ich da hinkomme. Dann gehen wir da runter. So, Moment. Und jetzt kommen wir da jetzt. Das ist immer noch zu hoch. Ich nehme nochmal Rune mit und dann haue ich ab und da. Und wo als komme ich denn dann da hin? So, wow, das könnte gerade reichen. Vom Balkon da unten. Ja, das stimmt, das könnte passen. 34.000 Rune liegen da irgendwo rum. Die hole ich mir jetzt und dann hau ich ab. Mir egal, was da ist. Warte noch was? Nee. Aus hier. Oje, 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 oje. Guck mal, jeder Schuss ein Treffer von dem Eierkopf. Scheiße. Sind aber auch fiese Schmiede. Ja. Schmiede sind doch normalerweise immer gutmütig. Und die da, ja, die Typen. Ach gut, ne, komm, hör auf. Los ist. So, jetzt müssen wir dort drauf. Und jetzt geht's da hoch. Da muss der Altar sein jetzt. Gerade in der entgegengesetzten Richtung. Ja, wenn das gewiss ist vorher, ne? Ja, und dann? Ja, wenn ich jetzt wüsste, auf welcher Seite. Oben ist er doch. Siehst du das nicht? Und was war da eben? Da war die Inschrift, da bin ich hergekommen. Ah, okay. Da ist er, war so. Da ist die Leiter. Halt, Schmiedesteine einsammeln erst. Alle, die da rumliegen, die nehme ich mit. Jawohl. Da ist er, was auf. Lass uns mal überraschen, was mit Otto kommt. Kannst du jetzt nochmal ziehen? Was passiert dann? Dreht sich wieder, ne? Aha, senkt sich da wieder ab. Und schon da raus, ne? Ja. Oder? Ups.
Tyler, der Golem-Schmied. Aber wenn der nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Und noch ein uralter Drache. Drache-Schmiedestein. Da. Ruf den Geist von Tyler. Im Golem-Schmied. Tyler war als Küken der Gruppe bekannt und hörte zuerst auf, sich zu bewegen. Aber er war es, der zu Wächtergottheit der Schmiedekunst wurde. Dann rüst ich mal hoch. Wenn man Gräbertallilie braucht, dann könnt's nichts wahrer. Ja, bestimmt. Und ich dann lieber jetzt einfach. Ja. Okay, Freunde, dann geht's so raus, ne? Ja, ich mach mal einen Cut, das ist eh lang genug gegangen. Und steigt dann euch, wenn ich weiß, wo ich hin muss, okay? Okay, dann macht's ihr bis dann, ne?